Unfassbare Szenen aus Framersheim in der Nähe von Alzey in Rheinland-Pfalz. Am späten Dienstagnachmittag fegen immense Windböen durch den Ort. Derzeit gehen wir von Windspitzen bis rund 200 Kilometer pro Stunde aus. Nach wenigen Minuten legt sich der Sturm wieder und zurück bleiben große Schäden. Zahlreiche Bäume sind umgeknickt oder entwurzelt. In einigen Ortsteilen sieht es aus wie auf einem Trümmerfeld. Auch zahlreiche Häuser wurden erheblich beschädigt. Wie durch ein Wunder wurde aber wohl niemand bei dem Unwetter ernsthaft verletzt. Ein Anwohner schildert die Ereignisse. Erst ringsum Gewitter, Donner, ja, Wind, auffrischen. Und da denke ich, was kommt denn da angerauscht? Wie ein Flieger oder ein Panzer, so richtig komisches Geräusch. Gehen wir raus in den Hof und da fängt es an. Wie eine Wand, zu. Total zu. Man hat nichts mehr gesehen. Ich bin gerade noch ins Haus gekommen und haben mit zwei Mann die Tür zugedrückt. Dass man sie. Und dann, ja, alle Fenster zu und dann war es auch schon rum. Da war es schon rum. Hätte ich aber nie gedacht, dass das so Ausmaße nimmt, ja. In so kurzer Zeit. Die Rettungskräfte waren bis in den späten Abend im Einsatz, um die Schäden provisorisch zu beheben, wo es geht. Die genaue Ursache für den extremen Sturm steht noch nicht fest. Entweder waren starke Gewitterfallböen verantwortlich oder ein Tornado ist durch den Ort gefegt.